Hallo Mädels, herzlich willkommen. Ich zeige euch heute, wie ihr diesen Lauren Conrad Style ganz easy in ein paar Minuten nachschminken könnt. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Habt viel Spaß dabei. Okay, los geht's. Ich starte mit der Palette Champagne and Caviar von NYX und verwende diese Farbe, die über den dunklen Braun ist, als Base auf dem gesamten Lid. Und um diese aufzutragen, nehme ich den Pinsel 252 von MAC. Trage sie einmal auf dem ganzen bewegten Lid auf, bis zur Lidfalte. Das ist so ein kleiner, so ein leichter Braunton. Ein bisschen dunkler als meine Hautfarbe. So einen ganz, ganz leichten Schimmer drin. Und dann nehme ich die Farbe, was ist sie denn? Die daneben ist, diese hier, und verwende die als Highlighter, setze die einmal unter die Braue. Das Schöne ist, für den Look braucht ihr fast gar keine Farbe, nur so ein bisschen Glow und so ein bisschen Farbe, um dem Auge einen Rahmen zu geben. So, dann nehme ich meine 222 von MAC und nehme die Farbe, die neben dem Braun ist. Ja, ich hoffe, das sieht man. Tippe die Bürste da rein, setze sie außen im Auge an und verblende diese Farbe in die oder auf dem Augenbrauen, Augen, auf dem Knochen. Es ist zu früh, das ist nicht meine Zeit. Diesmal haben wir nur Farbe auf dem oberen Lid, unten brauchen wir gar nichts, da lassen wir frei. Das Einzige, was nach unten kommt, ist wasserfeste Mascara. Jetzt nehme ich einen schwarzen Kajal und male hier oben an den Wimpernkranz eine schwarze Linie. Dann sieht es nämlich schöner aus mit dem Lidstrich. Sieht das geschlossener aus und wirklich aus wie eine Linie. Dann nehme ich für diesen Lidstrich meinen Essence 100% Splash Proof Sun Club Eyeliner. Ich glaube, der hat 3 Euro gekostet. Der ist schön tiefschwarz. Der ist super, super wischfest. Ich finde den total klasse. Den setze ich oben an. Ziehe einen Lidstrich. Und das Signifikante an dem Style von ihr ist einfach, dass nach außen hin so ein schöner Schwalbenschwanz geht. So. Wichtig, wenn ihr diesen Lidstrich malt, schön dicht am Auge entlang. Auch ruhig so kleine Pünktchen zwischen die Härchen machen, damit das wirklich wirkt wie eine Linie. Sieht noch etwas aus wie Kraut und Rüben. Das ändern wir gleich noch. Und wichtig ist auch schön bis vorne ran, dass wirklich die ganze gesamte Fläche bedeckt ist. Der Lidstrich darf ruhig etwas dicker sein, den trägt sie auch immer etwas dicker. Einmal ein bisschen auskorrigieren hier vorne. Wichtig ist nur, wenn ihr den zeichnet, dass hier der dickste Punkt vom Lidstrich ist, also hier auf dem äußeren Lid. Ganz einfacher Look, ganz schnell gemacht. Jetzt kommt noch ganz viel schwarze Mascara oben drauf auf den oberen Wimpernkranz. Ich verwende dafür L'Oreal Voluminous Carbon Black, wie immer, und setze mit der gleichen Mascara in Waterproof unten auf die, setze diese Mascara in Waterproof unten auf die Wimpern. Es ist echt zu früh, ich kann noch gar nicht sprechen.
Das mache ich jetzt mal eben und dann sehen wir uns. So, da bin ich wieder mit Mascara auf den Augen. Jetzt sieht es aus wie der richtige Look. Ich hoffe, ihr könnt jetzt nochmal was erkennen. Also es sind nur so ganz leichte Brauntöne. Wir betonen das Auge nur so ganz, ganz leicht, verleihen dem Auge so ein bisschen Schimmer und runden den ganzen Look ab. Auf meinen Wangen habe ich von MAC Melba verwendet. Das ist so ein schöner, leichter Roséton. Um den aufzutragen, habe ich die 116 verwendet von MAC. Einfach aufgetragen und dann mit kreisenden Bewegungen eingearbeitet. Das ist so ähnlich, wie sie es auf dem Bild hat. Das Schöne an dem Look ist einfach, sie hat die Augen eigentlich immer so geschminkt und sie spielt einfach nur mit ihrem Rouge und mit ihrer Lippenfarbe oder mit ihrem Lipgloss. Und wenn sie so einen kleinen, so einen Daily-Look macht, wie sie auf dem Bild hat, hat sie eine leichte, so einen Roséton auf den Wangenknochen und auf den Lippen. Das gleiche kannst du aber auch mit roten Lippen kombinieren und einem etwas anderen Rouge-Ton und auch mit sämtlichen anderen Tönen. Du kannst auch einen Korallton nehmen oder so. In dem Fall hat sie noch so einen leichten Glow hier vorne. Dazu habe ich so einen Lidschatten von MAC verwendet in Grain. Habe den ganz einfach wie so ein Rouge aufgetragen, da wo ich den Glanz hinhaben möchte, vorne, auf den Anfang der Wangen. Auch super easy. Huch, ist mir der Pinsel runtergefallen. Und auf den Lippen trage ich heute für diesen Look von Benefit Live on the A-List. Das ist dieser Lipgloss. Auch so ein zartes Rosé. Was den Lippen so einen ganz natürlichen Glow verleiht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder. Ich sage auf Wiedersehen.